Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? So. Jetzt geht das sofort los, Herr Tillich. Ja, geht los, ne? Geht schon wieder los. Der Viktor Orban ist ja schon zum zweiten Mal Präsident, ne? Ja. Hat ja noch kein anderer so richtig geschafft, ne? Ja. Oder meint jetzt das Europäische Parlament entmachten zu können, der Blödmann? Ja, ich meine, er hat jetzt erstmal die Außenpolitik an sich gerissen und ist quer durch die Welt gereist und hat für Frieden hier und dort antichambriert, ne? So wird er das wohl sehen. Aber Na, ich glaube. hergestellt hat er ihn nicht. Ne? Er ist überall da gewesen, hat sich überall gezeigt, hat überall Check-ins gemacht und ist dann wieder nach Hause gefahren. Genau, und gebracht hat das Ganze auch gar nichts. Also, und das ist bei Orban halt ständig so. Es bringt überhaupt nichts, ja. Jetzt habe ich hier etwas Leckeres bekommen, muss ich sagen, einen Tee in der von mir geliebten Willy Brandt-Tasse. Oh je, jetzt kommen wieder die Kritiker, die dann behaupten, ja damals unter Willy Brandt war alles noch gut und unter Helmut Schmidt. Naja, Und es wie war wir dazu kommen, als solche Typen, wie wir uns beide gerieren hier, ja. mit Willy Brandt zu schmücken. Und Ui. ihn zu vereinnahmen auf jeden Fall. Ja. Ja. Also ich bin ja heute Morgen freudig aufgewacht. Ich habe den Matthias Miersch gehört im Deutschlandfunk und ich muss sagen, er hat mich überzeugt. War er doch tatsächlich ein Abgeordneter, der nicht für die Schuldenbremse gestimmt hat? Er hat meiner auch nicht. Ja, das war Damals. die Entscheidung. Achim Schabelot hat auch gesagt, nee. Ja, gute Entscheidung. Und er packt jetzt auch die Themen an, die angepackt werden müssen. Ich meine, wir können viele Sachen gemeinschaftlich heben, ja, und müssen uns nicht ständig ausspielen lassen. Das versucht ja die Pharmaindustrie gerade wieder. Die Pharmaindustrie möchte ja, dass Karl Lauterbach schuld ist, dass sie nicht produzieren in Deutschland und nicht hier die Produktionsstätten haben, die sie brauchen für Antibiotika, für Kopfschmerzmittel, für Salzwasser. Das haben sie ja alles ausgesourced nach Indien, Bangladesch und China. Und jetzt ist Karl Lauterbach schuld. Auf jeden Fall, wenn einer schuld ist, dann ist das Karl. Nee. Karl ist ja nur schuld, weil er in der SPD ist, weil die SPD ist schuld. Das stimmt, da hast du recht. Und die Seit SPD. 1863 ist die SPD schuld, dass es Deutschland so schlecht geht. Das ist eine Leistung, Rudi. Darauf können wir beide stolz sein. Über 150 Jahre schuld sein an der Fehlleistung der deutschen Politik. Die SPD ist schon herb. Ja. Nein, es ist eigentlich die Dummheit der Leute, die es zulässt, dass solche Argumente immer noch wieder in die Köpfe gelangen. Das ist das. Die Leute werden nicht klüger. Ist aber auch komplex, wird allgemein ja anerkannt. Da macht einer einen Zweizeilen Facebook-Welterklärungskommentar, der ist plausibel wie nix und da kann man sofort liken und so. Und wenn man das dann versucht richtig zu stellen, dann braucht man mindestens 30, 40, 50 Zeilen. Das liest sich ja kein Schwein durch. Das Ja, ist es ja. Das will doch auch eigentlich gar keiner wissen. Jeder will doch glauben, jeder will doch meinen dürfen. genau. Ich meine auch jetzt, wir hatten ja letzte Woche immer mal auf die IG Metall hingewiesen. Heute wird Verdi beschließen, welche Tarifforderungen sie erheben. Ne? Jo, ja. Das ist auch nicht schlecht. Also ich finde, ein starker Staat braucht gute Löhne. Und sollte auch dafür sorgen, dass nur tarifvertraglich organisierte Betriebe für ihn arbeiten. Ne? Wäre schon mal Ja, ein das ist das Fortschritt. Mindeste, was ich erwarten kann. Das kann ich als Bürger erwarten. Genau, Als das. rechtskonformer Bürger, der Artikel 9.3 auch im Hinterkopf noch hat Genau. und nicht als irgendwelche Kannbestimmung und och, und wenn ihr keine Lust habt, dann lasst ihr es mal eben Ja. sein. Und dann ich trage trotzdem all die Schulden, die dadurch entstehen, Ja. mit. Ja, nee, mache ich nicht. Ich Genau. erwarte, dass die Bürger sich engagieren, dass sie sich für sich, für Ja. ihren Betrieb, für ihr Unternehmen auch einsetzen und auch natürlich vor allen Dingen für ihr Gehalt erst einmal. Übrigens, bei Boeing droht jetzt auch Streik, ne? Ja, Gott sei Dank, also auch Boeing der. hat ein Angebot von den Arbeitnehmern jetzt abgelehnt. Na, das möchte ich aber mal sehen. Die sind ja am Abkacken Ja. gegenüber Airbus und die Chinesen kommen auch mit Flugzeugen. Also das darf man jetzt nicht vergessen, ja.
Also ich Ah, glaube, das dass ist interessant. die Organisation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wirklich wichtig ist und dass es wirklich wichtig ist, dass man da wirtschaftliche Macht entfaltet, um seine Interessen durchzusetzen. Das gilt nicht nur in Deutschland, das gilt überall auf der Welt, auch in den Vereinigten Staaten. Und da bin ich auch ein bisschen stolz auf meine IG Metall und die Industriegewerkschaften, die mit Industry Hall eher sogar Vertretungen und Dependancen drüben haben. Genauso wie übrigens in Ungarn, um dort die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit zu unterstützen. Das finde ich eine gute Sache. Also gemeinsam kann man da Lösungen schaffen, die auch über ein Land hinausgehen. Ja. Und wenn es nicht funktioniert über die Arbeitnehmerschaft und über die Betriebe und Unternehmen selbst, dann muss die Staatengemeinschaft oder der Staat eben eingreifen. Die USA erwägen zum Beispiel eine Zerschlagung von Google, weil da die wirtschaftliche Macht einfach viel zu groß geworden ist und viele, viele kleine Unternehmen dabei hinten runterfallen und gar keine Entwicklungschance haben. Das kann eine US-Regierung natürlich machen, weil sie 250 Millionen Leute hinter sich hat. Bei uns hier wäre es nur die EU, die das könnte. Deshalb sind solche Bestrebungen, wie Viktor Orban sie im Kopfe hat, nämlich alles runterzubrechen wieder auf nationale Entscheidungen, völlig kontraproduktiv. Das Da ist würden diese Konzerne machen, was sie wollen. Und davon hätte Orban auch nichts. Ja. pure Dummheit, was Orban produziert. Dumme, arrogante, Macho-Politik, die total verkennt, dass wir in einer gemeinsamen Welt leben, wo Konzerne wie Google, Meta, Amazon und wie sie alle heißen, weltweit dafür sorgen, dass Löhne hoch oder runter gehen, indem sie entweder Tarifverträge haben oder nicht haben. Da gibt es einen hohen Handlungsbedarf. Da ist auch die International Labour Organization gefragt, dass wir da ein bisschen vorwärts kommen. Aber genauso ist gefragt, dass wir die Frage des Dateneigentums mal miteinander besprechen. Wie es da vorwärts geht, da muss was passieren. Also, das ist ja unser ureigenes Thema, Rudi. Machen wir auch noch mal Ja, was dazu. da mahlen natürlich die demokratischen Mühlen etwas langsamer als bei Autokraten und sonst wie. Die bestimmen einfach und machen. Ja. Also versuchen es zumindest. Ja. Ja. Na, da werden wir Ende November werden wir sehen, was im EU-Parlament uns die Abgeordneten dazu zu sagen haben, wenn wir da mal unsere Ja. Vorstellungen dazu mal darlegen. Genau. Ja. Also ich will auch noch mal auf zwei, drei Sachen so schnell hinweisen. Ich glaube, wir sind mit der Zeit schon fast wieder durch. Aber wir haben natürlich auch die Buchmesse in Frankfurt jetzt und wir Ja. arbeiten ja eng zusammen mit dem Faust Kulturverlag. Wer Lust und Interesse hat, sollte sich da auf jeden Fall mal hinbegeben und sich das Programm angucken, insbesondere was da auch an neuen Sachen aufgelegt wird. Gerade im Bereich Graphic Novel ist der Verlag unschlagbar. Der erste Verlag, der in Deutschland eigentlich im Bereich Graphic Novel Sachen gemacht hat. Ich glaube, die werden auch ausgezeichnet dieses Jahr. Verlagspreis kriegen Sie ja. Ja, das Also ist, nee, glaube wir nicht. Ich habe ja da noch nicht viel beigetragen ich. dazu. Ja, nee, aber es ist, ich glaube, man kann da wirklich drauf hinweisen. Also, wen es interessiert von uns Sozis und Gewerkschaftern, die uns zuhören, die Büchergilde Gutenberg, einfach mal gucken, warum sie entstanden ist und was sie heute darstellt. Über die kann man Eintrittskarten für alle möglichen Geschichten bekommen. Dann ist man schon mal drin in der Büchergilde, in der Buchmesse. Das kostet Ja. 52 Euro, so ein Tagesticket. Da kann man sich anmelden zu allen möglichen Geschichten. Aber man ist drin und kann dann überall hingehen. Mal hochinteressant. Und wer bei der Büchergilde noch Mitglied wird und bestimmte Reihen abonniert, der kriegt das sogar für umsonst. Und zwar jedes Jahr wahrscheinlich für umsonst. Das heißt, die Hälfte von dem, was man ausgibt für ein Buch, ist schon mal der Zugang in die Buchmesse. Hochinteressant. Michael und ich sind da auch ein ganz klein wenig vertreten. Mal gucken, ob das Buch dann vorliegt bei Frank und Timme. Ja. Nee, ist auf jeden Fall inhaltlich wichtig, die Ansätze, die wir zur Frage von KI, Daten und der gesellschaftlichen Entwicklung in dem Zusammenhang haben.
Ja, und natürlich könnt ihr auch mit uns persönlich diskutieren. Einmal in der Woche, freitags abends, treffen wir uns ja regelmäßig virtuell. Das ist ein Termin, nehmt bitte wahr. Ihr findet die URLs wie immer unten in den Kommentaren. Genau. Und all die, die anfangen, uns zu mögen, sollten uns auch abonnieren, oder, Rudi? Ja, und die, die uns nicht mögen, auch. Ja.